So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda The Wind Waker. In der letzten Folge haben wir von der Lehrerin im Portemonnaie ein Anwesengeschenk gekriegt, ja. Genau das. Das Anwesen haben wir gleich mal aufgesucht und festgestellt. Abgesehen davon, dass es Ratten im Keller hat, was ich eigentlich nicht möchte bei meinem Anwesen. Oh, hier gibt es zwei Wege. Link, du sollst schon kriechen. Bin ich. Ich krieg's gerade nicht hin. Jetzt. Ich hab's gerade nicht geschafft, mich zu ducken. Auf jeden Fall haben wir unsere eigene Insel geschenkt gekriegt und in dieser Insel, auf dieser Insel steht ein Haus und dieses Haus hat Ratten im Keller und anscheinend irgendwie einen kompletten unterirdischen Dungeon oder so. Aber das ist jetzt bei weitem nicht so interessant wie die Ratten. Nein. Ich hab mich gerade irgendwie dermaßen im Satz verfangen, dass ich leider nicht mehr weiß, was ich eigentlich sagen wollte. So, auf jeden Fall suchen wir hier. Hier geht's hoch. Das war auch nicht genau. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht her. Das heißt, es ist schon mal richtig. Glaube ich. Brauchen wir einen Hammer? Ich hab sogar zu viele Glücksamulette gesammelt. Hab mir letzte Folge voll die Sorgen gemacht. Und wir haben auch direkt einen Shortcut. Die Frage ist, ist hier der? Nein, hier war nicht der Eingang. Da drüben war der Eingang. Hier kommen wir her, oder? Genau, da geht's nämlich hoch. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Shortcut freigeschaltet, können jetzt hier runter. Da haben wir hier wieder zwei Durchgänge. Und wir haben quasi nur... erinnert irgendwie an diese ganz alten, diese uralt Dungeon Crawler, wo man nur so 2D-Interface hat und Schatzkiste. Nice. Oh, ein Huni. Ich dachte, es wäre ein Zwanni. Ich dachte, es wäre ein Roter. War es wohl nicht. So, diese klassischen, kennt ihr das noch? Diese klassischen 2D-Dungeon Crawler, so wie, was gab's denn da? Die ersten. Mir fällt jetzt gerade überhaupt kein gutes Beispiel ein. Tatsächlich. Das ist durchaus peinlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. So, kann ich jetzt bitte hier raus irgendwie? Hier geht's weiter. Okay, gut. Ist auch ein bisschen nervig mit den Ratten, weil die ganze Zeit ja nur einen Kampf triggern. Stumpf. So, was schaltet das frei? Schaltet hier den Weg frei? Okay. Ah, das geht da lang. Okay. Das heißt, hier ist auch wieder ein Shortcut. Geh weg, Ratte. Dann habe ich da freigeschaltet. Das heißt, der einzige Weg ist der hier. Ich musste mir nur gerade irgendwie Orientierung verschaffen. Oh, hi. Kommt übrigens das Sprichwort, der hat doch Leichen im Keller her. Es kommt daher, dass Leute Leichen im Keller haben. Das war durchaus elegant gelöst, muss ich mir eingestehen. Und da haben wir noch einen Durchgang. Ich war gerade schon ein bisschen verwirrt, weil ich nicht gesehen habe, wo es weitergehen soll. Link. Du sollst da... Hallo, geh da... Warum? Warum kriecht er jetzt nicht? Weil ich das Schwert draußen habe? Anscheinend. Okay. Das ist auch nett to know.
Ich und Videospiele, ne? Ich und Videospiele. Und von allen Genres, die es auf YouTube gibt, sucht er sich das Let's Play. Na, Klassiker. Absoluter Klassiker. So, was haben wir hier? Hier haben wir... Das kennen wir doch irgendwoher. Eine Plattform. Yay. Plattform. Nein, wir kriegen hier natürlich einen weiteren Triforce-Splitter. Hallo, möchtest du... präzise Steuerung. Möchten... Hallo. Danke. Dankeschön. Ein Triforce-Splitter. Jetzt fehlen nur noch vier. Das heißt... Wir nähern uns tatsächlich schon dem Ende. Was heißt schon? Wir sind jetzt Folge 300 oder so. Muss ich ganz kurz orientieren. Ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Dann ging es hier rum und da geht's raus. Wunderbar. Und dann haben wir schon alles gemacht, was wir hier machen können. So, dann muss ich ganz kurz mal auf die Wahnsinnskarte schauen. Ah. Moment. Die Wahnsinnskarte zeigt mir tatsächlich an, wo die anderen Triforce-Splitter sind, wo wir die Karte zu haben. Das ist interessant. Und ich finde das wahnsinnig nett tatsächlich. Denn ich... Muss mal, Moment. Wo ist denn das nächste? Da. Das ist... Nein, ich wollte... Oh, Link, geh an Bord. Ich wollte nur die Karte auf dem Touchscreen schließen. Ich versuche immer mit B die Karte auf dem Touchscreen zu schließen. Das ist, ich lerne nie aus. Ich lerne nie aus. Da vorne irgendwo. Antanopia müssen wir vorbeisegeln. Da müsste irgendwo ein zu bergender Triforce-Splitter sich befinden. Das heißt, wir müssen dann im Endeffekt nur gucken, welche der Triforce-Karten es tatsächlich ist, die sich da versteckt hat. Da ist Danopia. Das heißt, das da vorne ist die Insel. Dann gucke ich schon mal auf die Triforce-Karte. Das müsste die sein. Das heißt, Moment. Ist es tatsächlich das, was da schon glänzt? Hier? Ist das schon der Triforce-Splitter? Leuchten die? Ich weiß gar nicht, ob die Schatzkarten eigentlich auch so leuchten dann. Oder ob das... Ja, tun sie! Jetzt fehlen nur noch drei. Wundervoll, was auch immer. Das hier für eine... Waren wir hier schon auf der Insel? Welche Daseinsberechtigung hat die Insel? Und noch viel wichtiger, warum steht hier ein Briefkasten? Und wer kam auf die Idee, hier auf dieser Insel einen Briefkasten aufzustellen? Ah, da oben brauchen wir auch tantopisches Wasser. Okay. Dann muss ich ganz kurz nochmal auf die Wahnsinnskarte gucken. Wir müssen darüber. Moment. Es bringt euch so viel, weil ihr die Karte nicht seht, wenn ich sage, darüber. Südlich von Ichthusk. Scheint es noch zwei Triforce-Splitter tatsächlich zu geben. Das heißt, es fehlt dann im Endeffekt nur noch das Geisterschiff, das wir noch nicht gesehen haben.
Lass mich mal ganz kurz nochmal auf die Wahnsinnskarte. Okay, hier soll tatsächlich eins sein. Bei Ichthusk irgendwo. Dann ist das vermutlich die hier. Dann ist das da vorne der Triforce-Splitter. Der müsste hier sein. Yes! Nice! Alter, das geht ja vorwärts, ich sag's euch. Jetzt fehlen nur noch zwei. Moment, ich muss mich ganz kurz orientieren. Ich orientiere mich immer unten auf der Karte. Es tut mir leid, dass ihr da vielleicht manchmal einen Drehwurm kriegt. Ist hier irgendwo dazwischen eine? Moment, zack. Bei der Festung vielleicht? Kann das sein, dass hier irgendwo... Da scheint... Aber das ist ja... Nee, das ist kein Triforce-Splitter. Dann ist es die Insel. Die hat ja dieselbe Form ungefähr. Ja. Ja, das sieht richtig aus. Was auch immer das hier für eine Insel ist. Und was ihre Daseinsberechtigung ist. Aber solange mich die Piraten hier machen lassen, ist mir das ja alles recht. Ja, ja, berg da mal unseren Piratenschatz. Und jetzt fehlt nur noch ein Triforce-Splitter. Ich gehe mal ganz kurz hier in Land. Oder war hier, da oben war doch nur der Dungeon, wo wir schon drin waren. Genau, da war ein Kopf, den wir wegheben mussten. Jetzt ist natürlich die Frage, hab ich... Was ist denn die Wachpostenkarte? Ah, die zeigt die Wachposten. Okay, das macht Sinn. Jetzt ist das nächste Ziel natürlich das Geisterschiff. Das Geisterschiff ist aber nur an bestimmten Nächten, an bestimmten Orten. Wann das ist, habe ich leider gar nicht im Kopf. Ich fahre nochmal nach Ichthusk, um da mit Terry zu quatschen. Beziehungsweise uns ein bisschen Fischfutter zu holen, weil die Fische, die hatten ja die ein oder andere Information für uns. Das ist nützlich. Hüpf! Hüpf! Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge noch das Geisterschiff suchen. Ich meine mich nämlich daran zu erinnern, dass der Fisch von Ichthusk uns auch einen Tipp gegeben hat, wann tatsächlich das Geisterschiff sich hier umhertreibt. Oder auf jeden Fall, dass sich das Geisterschiff hier umhertreibt. Alternativ habe ich noch eine Stelle im Kopf, wo ich hundertprozentig weiß, dass das Geisterschiff da vorbeikommt. Moinsen, Terry! Na du? Alles fit im Schritt. Du hast kein Fischfutter. Du hast kein Fischfutter. Uncool. Nee, dann werde ich mal mich dahin wirbeln, wo ich garantiert weiß, dass das Geisterschiff sich manchmal nachts rumtreibt. Da können wir gar nicht hin. Dann gehen wir an den nächsten Ort in der Nähe. Der nächste Ort in der Nähe, der nahegelegenste Ort, an den wir uns hinwirbeln können. So habe ich mich richtig ausgedrückt. Schwimm mal ganz schnell an Portemonnaie vorbei. Ich habe mir gerade gedacht, Mensch, Portemonnaie sieht doch schon ziemlich winzig aus, dafür, dass es die größte Stadt ist, ne?
Was ist? Ernüchternd. Das ist auch sowas, was ich ehrlich gesagt bei Wind Waker ein bisschen vermisse. So die Atmosphäre von großen Städten, wie in Twilight Princess zum Beispiel Hyrule-Stadt. Oder in Ocarina of Time zum Beispiel Hyrule-Stadt. Sowas, das Getümmel der großen Städte, möchte man sagen. Ah, jetzt ist natürlich die Problematik, dass ich nicht rausfinden kann, wann genau hier das Geisterschiff umherfährt. Aber wir können mal versuchen, es einfach Nacht werden zu lassen. Vielleicht haben wir ja Glück. Fährt hier irgendwas Gruseliges durch die Gegend? Ein Hai. Das war nicht das Gruselige, auf das ich eigentlich aus war, aber ein Anfang, oder? Ein Anfang. Kann ich eigentlich auf der Wahnsinnskarte, habe ich ja das Geisterschiff eingezeichnet. Ihr seht es natürlich nicht, das ist so. Es ist so doof fürs Let's Play, aber kann man nichts machen. Ich würde gerne hier an Land gehen. Das wäre echt nett. Dass ihr die ganzen Karten nicht seht. Das ist ein bisschen doof. Gut, Freunde, dann würde ich aber sagen, schaue ich mal nach, wo das Geisterschiff sich umhertreibt. Und wir suchen es dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.